gut. Also ich hatte hier mit diesem Hochzeitskleid eine Anprobe mit der Kundin und habe da festgestellt, dass es hier hinten noch ein bisschen zu lang ist. Das stecke ich jetzt. Und dann hatten wir hier diesen Ärmel hier ausprobiert. Also an sich wollte die Kundin so ein bisschen was Fliegendes haben, aber dieser Stoff hier war viel zu steif und deswegen trennen wir den Ärmel da jetzt ab. Dann hatten wir hier den Ausschnitt. Das kann ich jetzt hier schon mal so ein bisschen neu abformen. Der soll ein ganzes Stück größer werden. Das mache ich jetzt nur hier mal so grob an der Puppe. Und dann hatten wir überlegt, dass wir so nach hinten soll dann hier so eine Drapierung ran. Dann hatten wir hier mit dem Rock, wahrscheinlich nicht so gut. Mit dem Rock hatten wir hier unten dann auch diese Chiffonbahnen mit reingelegt. Ich möchte dieses hier dann etwas höher nehmen, damit der Übergang hier etwas flacher fällt. Dieser Spitzenstoff hier, das ist das ehemalige Hochzeitskleid ihrer Mutter aus den 80er Jahren. Und sie wollte das ganz gerne auch nochmal verwenden, aber eigentlich will sie ganz was anderes. Und deswegen haben wir das jetzt mehr oder weniger total auseinandergetrennt. So viel Material ist dann auch gar nicht da und machen halt jetzt eben was Neues draus. Was ganz, ganz Individuelles für diese Kundin halt eben. Genau. Ich mache auch gerne Jacken, weil ich das eben auch ganz toll finde. Oder ich mache auch gerne was für Männer, wo ich dann auch ganz gerne auch mal mit den festeren Stoffen arbeite. Aber letztlich ist es, glaube ich, egal. Man tut es einfach gerne. Es ist wurscht, was man macht. Es ist einfach schön so, weil man kommt morgens und fängt an und abends hängt irgendwas. Und es ist fertig und es sieht toll aus. Und wenn dann noch der Kunde kommt und findet es auch noch gut, dann was will man da mehr? So.